Einmal ist immer das erste Mal und ich würde mich riesig freuen, wenn Sie bei meinem ersten Mal mit von der Partie wären. Starten möchte ich meine Schau-ins-Land-Tour von hier oben, von der sagenumwobenen Teufelskanzel, von der aus man diesen fantastischen Blick hinunter in das Werratal hat. Schau-ins-Land, quer durch das Eichsfeld, los geht's! Es ist ein Schatzkästchen in der Mitte Deutschlands, das Eichsfeld. Ungefähr so groß wie die Insel Rügen, durchzogen von Werra, Leine und Unstrut. Begleiten Sie mich auf meinem Streifzug durch eine sanfte Hügellandschaft voller Geschichte und Geschichten. Willkommen im Eichsfeld. Mein erstes Ziel liegt mir sozusagen zu Füßen, Lindewerra, gleich dort unten. Und dort werde ich mir jetzt erstmal das besorgen, was Frau zum Wandern durch das Eichsfeld so braucht. In Lindewerra ist noch ein Handwerk zu Hause, das schon fast ausgestorben ist. Die Stockmacherei. Ah, Wolfgang Geier, ich habe gehört, Sie können mir für meine Tour den perfekten Wanderstock machen. Ja, mit Sicherheit, das denke ich doch. Sie können einen schönen Wanderstock bei mir bekommen. Ja, aber es hat nichts mit Schnitzen zu tun, stelle ich gerade fest. Nein, das ist ein Naturholz, was gebogen wird, wo der Griff gebogen wird. Zur Vorbereitung benötigen wir Dampf. Da liegen die jetzt drin, ja? Da liegen die drin. Welche Temperaturen herrschen da? Ja, 100 Grad. Oho, und wie lange lag der jetzt da drin? Ja, 20 Minuten brauchen wir den dazu, um das Holz weich zu bekommen. Aber das ist aber jetzt noch eine ziemliche Gurke, ne? Ja, und jetzt sieht er noch sehr krumm aus. Da müssen wir ein bisschen richten. Und das machen wir hier an dieser Stelle. Ganz einfache Vorrichtung. Und solange das Holz warm ist, ist es biegsam, ansonsten wird es jetzt knacken. Genau. Verstehe. Da sitzt jeder Handgriff beim Meister. Sage und schreibe 180.000 Stöcke verlassen jedes Jahr die Werkstatt von Wolfgang Geier. Erst gebogen, dann gerade gedrückt. Bis ein Stock aber wirklich ausgefertigt ist, braucht man über 30 Arbeitsgänge. Und zuletzt die Spitze. Gucken Sie mal. Wunderbar. Geht doch. Eine perfekte Frau fürs Handwerk. Sehen Sie? Sehen Sie? Jetzt ist die Spitze dran, damit Sie immer Halt haben im Gelände. Höhe ist korrekt. Aber sagen Sie mal, ich hätte jetzt gerne noch, falls doch mein persönlicher sein soll, hier so eine kleine Gravur, mein Signum. Aber das machen Sie für mich. Natürlich. Na denn, tschüss. Ein Unikat, da schwebt Frau doch geradezu. Von Lindewerra nach Lengenfeld unterm Stein. Eichsfeld-Kenner behaupten ja, dieses hier sei einer der schönsten Orte in der ganzen Region überhaupt. Lengenfeld unterm Stein. Das liegt ganz sicher auch an diesem imposanten Bauwerk hier hinter mir, dem Eisenbahnviadukt. Obwohl, Züge fahren da seit Jahren nicht mehr. Aber wer sagt denn, dass es immer ein Zug sein muss? Statt einsteigen bitte, heißt es seit 3 Jahren am Bahnhof Lengenfeld nun aufsteigen und selber treten. Entweder in fröhlicher Runde oder doch wenigstens zu zweit. Hallo Herr Rübenab, grüß Hallo. Sie. Hallo. Ja, das ist ja ein tolles Ding. Ein tolles Teil, ne? Dresine. Dresine heißt das Teil. Ich dachte, das sind die, wo man so mit dem Arm so mächtig ackern muss. Ja, das sind Hebedresinen. Aber wenn Sie Lust haben, können Sie ja gerade mein Gast sein und da führe ich Sie mal mit diesem Unbedingt, Ding durch gucken die Sie mal. Gegend. Ich bin auch prima ausgerüstet. Hab gehört, hier soll man klasse picknicken können unterwegs. Ja, ja, da kann ich eine schöne Ecke, wo man was machen. Nur denn, aber nichts wie los. Ja, machen wir das? Okay, dann los. Wie Fahrrad fahren? Einfach treten? Einfach treten und los geht's. Mein Begleiter Bernd Rümenab gehört zu den Mitgliedern der ersten Stunde des Lengenfelder Kanonenbahnvereins. Was kann man als Schnellstes eigentlich mit dem Ding fahren? Das Schnellste, was ich hatte, war 40. 40 km/h? Ja, da muss man aber nicht die ganze Strecke, oder? Nein, nicht die ganze Strecke, auch wenn er nur bergab. Die Bahnstrecke gehörte zu einer im Kaiserreich geplanten Verbindung zwischen Berlin und Metz in Lothringen. Vor allem für Militärtransporte. Eine Kanonenbahn mit Ausblick. Das ist schön hier. Schön, ne? Super. Aber nichts für schwache Nerven. Wie hoch sind wir hier? Wir sind ca. 23 Meter über der Straßenoberfläche.
Teil. Ist richtig malerisch. Mhm. Was ist das für ein Flüsschen da unten? Das ist die Frieda. Im Tal der Frieda. Im Tal der Frieda. Hier könnte ich gleich ein bisschen bleiben. Da kann man sich ja gleich mal ein bisschen entspannen. Aber wissen Sie, wo ich gerade dran denken muss? Hm? Gibt doch diesen herrlichen Film mit Dick und Doof, wo die da beide so am Ackern sind. Hm. Und irgendwann kommt von hinten die große Dampflok. Ja, aber es kann uns hier nicht mehr passieren. Kann hier nichts mehr passieren. Gott sei Dank. Nein, es konnte wirklich kein Zug mehr kommen. Die letzte offizielle Fahrt auf dieser Strecke war am 31. Dezember 1992. Der Abschnitt der ehemaligen Kanonenbahn zwischen Lengenfeld und Geismar war damals die erste Bahnstrecke Thüringens, die nach der Wende stillgelegt wurde. Der Andrang auf der letzten Fahrt war riesengroß. Der extra eingesetzte Sonderzug war länger als die gesamte Lengenfelder Brücke. Danach begannen die Schienen zu verwildern. Bis eine Handvoll Enthusiasten den Kanonenbahnverein gründete und eine Idee auf die Schiene brachte. Inzwischen gibt es wieder Licht am Ende des Tunnels. Zwar nicht für den Bahn, dafür aber für den Draisinenverkehr. Und wie lang ist das Vergnügen jetzt? Der Tunnel ist 288 Meter, das ist der Entenbergtunnel. Die gesamte befahrbare Strecke ist inzwischen gut 8 Kilometer lang und soll noch weiter ausgebaut werden. Nach Brückenfahrt und Tunnel muss man idyllische Plätzchen für ein Picknick nicht suchen. Es gibt sie fast überall. Und das Allerbeste, zurück in Richtung Lengenfeld geht's immer schön bergab. Na dann, Bahn frei. Ingelstädt gehört zu den ältesten Orten im Eichsfeld. Imposant, die St. Gertrudiskirche. Die kleine Stadt an der Unstrut wurde im 9. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und ist bis heute geschichts- und selbstbewusst. Der schöne Spruch, wer mit Gott geht ein und aus, dem steht offen dieses Haus, direkt über der Rathaustür, hat auch 40 Jahre DDR überlebt. Also ich gebe ja ehrlich zu, wenn man so durchs Eichsfeld marschiert, dann braucht man schon ganz schön gute Puste und vor allem bequeme Schuhe. Mir dampfen schon ganz schön die Socken. Apropos Dampf. Ich als absoluter Eichsfeld-Neuling habe mir natürlich so meine Gedanken gemacht, was mich hier wohl erwartet. Natürlich traumhafte Landschaften, wunderschöne Städtchen, nette Menschen. Stimmt ja auch alles. Was ich allerdings bislang nicht wusste, dass hier in Dingelstädt seit mehr als 200 Jahren Zigarren gedreht werden. Und zwar sogar manchmal noch per Hand. Also das muss ich mir jetzt unbedingt genauer anschauen. Ich bin mit Beate Bierwirth verabredet, einer Frau, die dieses Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Und die hat mir versprochen, sie zeigt mir, wie es geht. Auf den ersten Blick war es allerdings eher unromantisch im Dingelstädter Tabakhaus. Gerollt wird im Takt und in Millionen Stückzahlen. Hallo Frau Bierwirth, habe ich Sie Hallo entdeckt? Frau Krüger. Ich habe mich hier runtergeschnuppert, Mensch, das duftet ja hier im ganzen Haus. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier im Tabakhaus im Lager. Ah, hier sind also die Schätze untergebracht. Genau. Ja. Was haben Sie denn hier schon Schönes? Ein Java-Decker. Ein Java-Decker? Ja. Decker heißt genau was? Deckblatt. Das ist die äußere Hülle der Zigarre. Aber die ist ja irgendwie noch ganz schön störrisch, ne? Genau. Die wird dann erst gefügig gemacht, wird besprüht, benetzt mit Wasser. Und was haben wir denn hier? Das ist ja nun was ganz anderes. Ist was ganz anderes. Hier haben wir einen Havanna-Decker. Das wird mal eine Havanna? Genau. Aus diesen bröseligen Blättern wird eine teure Havanna? Ja, genau. Und der sieht ja nun da schon ganz anders aus. Ja. Was ist denn mit dem? Den habe ich schon vorbereitet für Sie. Den haben wir schon angefeuchtet. Fassen Sie den mal an, wie schön weich der jetzt ist. Ja, jetzt kann man sich das schon vorstellen, dass das mal, auch mal schnuppern. Gerollt wird. Riecht recht würzig. Und schon ein bisschen besser. Genau. Ein bisschen leckerer. Genau. Irgendwie. Sagen Sie mal, Frau Bierwirth, wie lange braucht man denn, bis man das so richtig gut kann, jetzt hier draußen eine Zigarre zu wickeln? Könnte ich das vielleicht auch? Auch bestimmt. Wenn Sie ein Weilchen würden üben, kriegen Sie das sicher hin. Wie lange haben Sie denn geübt? Na ja, ein Weilchen schon. Ich bin nun schon seit 1971 hier im Haus und habe richtig den Beruf gelernt und wie als Zigarrenmacher. Zigarrenmacher. Genau.
Und dann kennen Sie ja bestimmt auch diesen wunderbaren alten Spruch, hat mir übrigens mein Chef erzählt, wie man eine perfekt gerollte Zigarre dreht. Ja, übers Knie, ne? Übers Knie. Aber er hat noch was hinzugefügt. Übers Knie einer Jungfrau. So, ich glaube, wir werden das jetzt mal probieren, Frau Bierwirt. Allerdings, ob wir es auf dem Knie tun? Sicher nicht. Wir gehen mal lieber. Aha, hier soll es passieren, ja, Frau Bierwirt? Ja. Ich glaube, da werden Sie mir wohl zur Hand gehen müssen. Wie geht's? So, hier haben wir ein Wickelmaschinchen. Die ist aber auch schon ein bisschen älter, ne? Hier schon ein bisschen älter. Und dann fangen wir mal an. Hier haben wir ein Umblatt. Ich nehme mal eins dazu und genau. Sie machen mal vor, ich versuche das mal so gut es geht nachzumachen. Dann fangen wir an und nehmen mal die Mittelrippe daraus. Die Mittelrippe, das hier in der Mitte. Mitte. Und ziehen einfach die so rein. Pullen. Und ziehen die über den Handballen weg. Über den Handballen. Also hier jetzt so. Das geht schon mal ganz prima. Mhm. Und weg damit. Dann haben wir die zwei Blatthälften. Ja. Die legen wir nun auf. Auflegen. Aber die sind ein bisschen lang jetzt, ne? Da reißen wir noch ein bisschen ab. Die bringen wir noch ein bisschen. Das machen wir einfach so. Das ist jetzt auch nicht, muss nicht schön sein. Mhm. Naja. Und das, da drüber? Die legen wir drüber. Und dann fangen wir an und stopfen Tabak. Einfach immer schön hier in die Mulde ein. Schön fest. Schön egal, gleichmäßig. Da kriegt man aber auch im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür. Ne? Das geht nicht gleich von jetzt nicht auf von heute. Jetzt auf gleich. Das muss man halt üben und probieren, ja. Bis es so weit ist, dass man es hat. Meinen Sie, das reicht? Also ich finde, das fühlt sich schon gut an. Fühlt sich ganz gut und an. Und jetzt? Dann fangen wir mal an und schieben. Fassen die unten hin und da haben wir den Wickel. Meine erste Zigarre. Also ich muss mal sagen, für den ersten Versuch. Naja gut, also ich meine, es lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Hey, aber die ist ja noch nicht fertig. Fertig, ne? Nein. Was passiert jetzt noch? Jetzt wird die in die Form gepresst, dass sie dann im Rohling so aussieht. Die sind natürlich schon schön festgerollt. Das fühlt sich schon ganz anders an. Aber so gehen die ja auch noch nicht über den Ladentisch. Nein, die werden jetzt abgeschnitten auf beiden Seiten. Und werden mit Deckblatt überrollt. Mhm. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, jetzt habe ich so viel mit den Dingern rumhantiert. Ich würde jetzt auch mal eine probieren. Gerne. Würden Sie mir ein bisschen helfen, weil das ist tatsächlich meine erste Zigarre, meine Damen und Herren. Also ich befürchte mal, viele Zigarrenliebhaber werden sich jetzt totlachen über mich. Aber was soll's. Ich weiß, man muss hier ein bisschen was abschneiden. Warum eigentlich? Ist es besser fürs Aroma oder? Damit die Zigarre zieht. Hier oben ist doch zugerollt. Ja, aha, aha. Und das ist auch die Seite, die man in den Mund nimmt und zuzelt. Richtig. Zuzelt. Zieht. Zieht. Pafft. Pafft. Richtig. Und was kommt so, jetzt nehmen wir einen Philippus. Also nicht einfach aus nur aus Zedernholz. Schnödes wegen dem Geschmack. Aha. So, man merkt, Sie sind keine Raucherin. Ja. So, und jetzt? Muss man hier schön paffen, ne? Ziehen. Richtig. Hm? Und dann stecken wir die Zigarre an. Und drehen ein bisschen? Ein bisschen drehen. Hm. Naja, man muss es lieben. Ist sie an? Nicht so richtig. Aber es kommt was an. Probier mal, hören Sie auf. Reicht schon, danke. Bestimmt was Tolles, aber ich gebe zu, ich brauche jetzt dringend frische Luft. Auf dem Weg nach Beinrode ist Zeit für einen kleinen Abstecher. Über 4 Jahrhunderte war das Eichsfeld im Besitz der Mainzer Bischöfe. Unterm Krummstab lässt es sich gut leben, sagten die Eichsfelder und glaubten auch nach der Reformation wieder katholisch, wie ihre Landesherren. Überall im Eichsfeld finden sich Zeugnisse dieses Glaubens. Bis heute nennt man die Region den nördlichsten Süden der Bundesrepublik. Nicht nur wegen der Wegkreuze.
Das Eichsfeld ist ja eine der ganz wenigen Regionen, die es geschafft haben, auch im ehemaligen Ostteil Deutschlands zu DDR-Zeiten ihren tiefen katholischen Glauben zu bewahren. Und dieser Glaube, der begegnet einem hier wirklich an allen Ecken und Kanten. Große, imposante Kirchen, Wegkreuze, Opferstöcke, kleine Kapellen, so wie diese hier. Klüschen-Hages. Und wenn Sie schon mal hier waren, vielleicht mit dem Radl oder zum Wandern, dann kennen Sie die ganz bestimmt. Denn Klüschen-Hages ist ein sehr beliebter Pilger- und Wallfahrtsort. Und ganz besonders zur Männerwallfahrt zum Himmelfahrtstag. Jedes Jahr und bei jedem Wetter pilgern dann tausende Gläubige hierher zum Gottesdienst. Übrigens nicht nur Männer. 2006 fand die Wallfahrt zum 50. Male statt. Von Klüschen-Hages ist es nicht mehr weit bis nach Beinrode. Hör mir, hör! Hör mir, hör! Hör! Hör mir, hör! Hör mir, hör! Ist das herrlich, den ganzen Tag unter gottesfreier Natur? Einen Traumjob haben Sie, Herr Siebert, oder? Das ist mein Hobby und mein Beruf. Und das macht mir Spaß. Ich bin jetzt 68, aber solange ich kann, möchte ich das noch so weitermachen. Wie viele Schafe haben Sie denn jetzt hier eigentlich? Das sind 900 Bier. Kann ich mal ein bisschen rangehen? Ja, können Sie rangehen. Das oder rennt ihr vor mir weg? Ich bin ja, eine gewisse Fluchtdistanz haben die. Sonst würden sie ja zu jedem laufen. Ja. Das steht schon in der Bibel. Er kannte die Seinigen und die Seinigen kannten ihn. Und wenn die mir nachts mal abhauen, kommt mir alle paar Jahre vor, dann ist meine Stimme das Einzigste, wo sie sich noch halten. Sie hinter haben ja auch keinen Hund hier, wie ich sehe. Ne? Ich brauche keinen Hund mehr, weil sie hinter mir herlaufen. Die Tiere werden nicht mehr schikaniert von Hunden. Die werden elektrisch eingezäunt und demzufolge gehen sie bis an den Elektrodraht ran und haben keine Hundebisse mehr. Und an den Zaun gehen sie nur einmal und dann haben sie sich das gemerkt? Probieren aber immer wieder. Wissen Sie, soll ich Ihnen mal erzählen, als ich noch so ein Stift war, war ich bei meiner Tante Erna auf der Schafkoppel und habe diese kleinen Lämmer mit der Flasche großgezogen. Gibt es das heute auch noch? Ja, aber weniger Drillinge verschenke ich und einzelne Bürger ziehen die dann mit der Flasche auf. Wie heißt denn diese Rasse jetzt hier? Ist ganz bestimmt, Leine Schafe ist eine vom Aussterben bedrohte Tierart, die es hier in Mitteldeutschland gibt, nach der Leine benannt, die in Leinefelde entspringt, in Hannover mündet. Und es ist eine Mittelgebirgsrasse, die das Klima besonders gut verträgt. Das ist die größte Leineschaf-Herdbuchzucht Deutschlands. Und was ist das Besondere jetzt zum Beispiel an der Wolle? Ist die auch anders als die bei den alten Schafen? Die ist ähnlich wie bei den alten Schafen. Hier kann es 24 Stunden regnen, dann scheitelt die sich etwas. Und die werden nicht bis auf der Haut nass. Die schütteln sich wieder frei, werden nicht durchnass, vertragen also das Klima, sind pflegeleicht. Sagen Sie mal, Herr Siebert, und wenn Sie wirklich hier winters und sommers draußen sind, dann wohnen Sie da in dieser kleinen Hütte? In den letzten 10 Jahren habe ich in der Hütte mehr Nächte geschlafen als zu Hause bei meiner Frau. Was sagten die dazu? Ich bin 44 Jahre verheiratet und noch habe ich keine Eheprobleme. Müssten Sie noch kommen. Herr Siebert, Sie schlachten ja auch selbst, ne? Ja. Was für eine Lebenserwartung hat der kleine Kerl? 7 Monate, 7, 8 Monate. Die männlichen Tiere und die weiblichen Tiere, die zur Zucht verwendet werden, 7, 8 Jahre. Du Süßer, dann genieß deine Zeit. Aber schön hast du es hier, ja. Hast es ja hier richtig klasse, ne? Wenn es denen gut geht, geht es mir auch gut. Dann haben sie nämlich eine gute Gewichtszunahme. Aber ich glaube, für das Leben, was Sie hier führen mit den Tieren, braucht man auch eine ganz tiefe Naturverbundenheit und eine große Liebe auch zu den Lebewesen und zur Schöpfung und zum Tier. Ansonsten geht es, glaube ich, gar nicht. Ich bin Katholik aus Überzeugung, aber so eine tiefe Naturverbundenheit brauchen wir. Ich habe es vorgelebt gekriegt von meinem Vater und versuche das meinen Kindern und Enkeln wieder vorzuleben. Herr Siebert, Sie züchten ja nicht nur diese wunderbaren Tierchen wegen des Fleisches, sondern Sie haben ja, soviel ich weiß, auch eine ganz neue Spezies erfunden, das deutsche Rennschaf. Also ich habe gehört, Sie spannen Schafe vor einen Wagen.
Ja, es war ursprünglich eine sonnige Idee. Und aus der Idee habe ich eine Wirklichkeit gemacht. Es ist ein Hobby. Es macht mir Spaß, mit Kindern, meine Kinder sind schon zu groß, auch mit Enkelkindern spazieren zu fahren. Es ist ein Hobby. So kann man es. Aber es geht. Keine Frage, mit diesem fröhlichen Gefährt ist Ernst Siebert der große Renner. Nicht nur bei seinen Enkelkindern. Die fröhliche Fuhre brachte mich noch ein Stück auf meinem Weg zu meiner nächsten tierischen Verabredung. Noch ein paar frische Möhren. Liebe Zuschauer, Gurken, Äpfel, sieht aus wie auf dem Wochenmarkt. Aber ich bin in Worbis, in Deutschlands einzigem Bärenpark. Und was wir hier machen, Frau Lagemann, ist das Frühstück für Meister Petz, ne? Das ist jetzt das kleine Frühstück für Das Meister kleine Petz. Frühstück. Ja. Und das beinhaltet also viel Vitamine, wie ich sehe. Ja, hauptsächlich Obst und Gemüse. Ein paar tierische Eiweiße haben wir auch dabei in Form von Hundepellets. Ach, das ist ganz normales Hundefutter. Das ist Hundefutter. Ja. Wenn wir das nachher reinschmeißen, haben die Bären eine Weile zu tun, um das aufzuknappern und sind somit beschäftigt. So, und das kommt jetzt hier zu gleichen Teilen. Das packen wir alles bunt gemischt rein. Genau. Die Brötchen finden Sie natürlich in freier Wildbahn nicht, die Bären, aber hier packen wir sie trotzdem mit dazu, weil sie so ganz gerne knabbern. Willkommener Pausensnack. Und außerdem sind die Brötchen sehr gut geeignet, wenn die Bären mal Medikamente nehmen sollen. Wird ein Brötchen aufgeschnitten, Tablette. Honig rein, erst der Honig und dann die Tablette. Bisschen Honig, bisschen süß muss schon sein. So, Gurken, Äpfelchen. Äpfel frisst denn so ein Bär am Tag? Ja, wir haben das mal versucht zu errechnen, das ist natürlich sehr schwer. Im Winter frisst er natürlich so gut wie gar nichts, im Spätherbst sehr, sehr viel. Im Sommer beginnt er schon seine Fettreserven anzulegen. 15 bis 20 Euro haben wir mal durchschnittlich errechnet pro Bär und Tag. Am Tag. Das heißt also, die zwei Eimer, die wir jetzt hier haben, die reichen gerade mal für einen hohlen Zahn. So ist es. Vorspeise sozusagen. Deshalb gibt es heute noch mehrere Fütterungen. Aber dann würde ich mal vorschlagen, wenn wir die Eimerchen soweit voll haben. Ja, und hier passt auch noch was rein. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Der Bärenpark ist wirklich ein Park. 4 Hektar groß und für die Tiere naturbelassen. So, und das ist nun der Gang, der Käfig für die Menschen. Genau, für unsere Besucher. Wir wollen sie kurzzeitig einsperren, um ihnen das Gefühl zu vermitteln, wie das aussieht, wenn man durch Maschendraht guckt. Mhm. Mit dem Unterschied, dass kein Bär kommen wird und mit Steinchen schmeißen wird oder Stöckchen pieken. Ja, ja. Kennen ja die Bären aus ihrer alten Zeit. Und die kommt ja nur die ganze Zeit schon hier mit uns mit, weil sie ihr Futter gerochen hat vermutlich und den Wagen erkannt sie hat. Aber hier können wir nicht, hier kommt nichts rüber, ne? Das ist ja nun alles geschlossen und wir wollen ja auch das Obst nicht durch die Maschen stecken. Aber wir kommen gleich an einen Platz, wo wir das Futter gut rüberschmeißen Deshalb können. Geht sie schon vor, ne? Ja. Vermutlich. Vielleicht hat sie die Befürchtung, dass wir den Weg nicht kennen. Jeder Bär hier in Worbis hat ein schweres Schicksal hinter sich. Gefangen gehalten, gequält, dressiert. Für sie ist der Park so eine Art Endstation Bärenparadies. In der weitläufigen Anlage lebt außerdem ein Wolfsrudel. Man versteht sich und teilt auch mal beim Futter. 14 Bären sind jetzt hier, haben Sie gesagt, ne? 14 Bären haben wir insgesamt aufgenommen. Zwei sind im Bärenhimmel, also wir haben jetzt 12 Bären. Und Sie sind aber eigentlich voll, ne? Wie müsste man sich denn als Bär oder als Besitzer oder als jemand, der weiß, irgendwo leidet ein Bär sehr, wie müsste man sich denn bei Ihnen bewerben, um eine Chance haben, hier aufgenommen zu werden? Ja, das ist schon sehr schwierig. Wir müssen auf alle Fälle den Bärenpark erweitern. Voraussetzung ist, dass wir ganz viele Tierfreunde finden, die das Vorhaben unterstützen. Wir brauchen Spenden, Spenden, Spenden. Mhm. Man kann das übrigens auch sehr gut unterstützen, indem man eine Patenschaft für ein Tier übernimmt. Da hat die Spende, die man gibt, ein Gesicht und Tatzen. Die Bären zu beobachten ist übrigens wunderbar beruhigend.
Der Weg von Worbes nach Duderstadt führt durch das Ohmgebirge. Das ist ein kleiner Gebirgszug im Eichsfeld. Abseits der Fernverkehrsstraßen kann man so manches verträumte Plätzchen entdecken. Und manchmal gibt es sogar ein bisschen Kulturgeschichte gratis dazu. Es gibt ja viele schöne Ecken hier im Eichsfeld, wo man Rast machen kann. Zum Beispiel hier in Kirchohmfeld am Gedenkstein des weltberühmten Heinrich Werner. Nur wird der eine oder andere vielleicht sagen, wer bitte ist denn Heinrich Werner? Und ich schwöre Ihnen, Sie kennen den, oder zumindest das, was er uns hinterlassen hat. Seine Melodie ist so bekannt, dass sie selbst im japanischen Fernsehen als Pausenmusik eingesetzt wird. Mehr als 100 Komponisten haben sich ja versucht an den Zeilen von Johann Wolfgang von Goethe. Allerdings nur seine Komposition begleitet uns bis heute, nämlich die vom Heiderößlein. In Kirchohmfeld steht auch das Geburtshaus des Komponisten noch, oberhalb der Kirche. Hier hat Heinrich Werner als Kind seine ersten Orgelkonzerte gespielt. Kirchohmfeld ist übrigens gemeinsam mit den Dörfern Winzigerode und Kaltohmfeld eine evangelische Insel inmitten des katholischen Eichsfeldes. Im 400 Jahre alten Pfarrhaus, gleich neben der Kirche, wohnt Inge Kuhles. Die ehemalige Pfarrersfrau kennt alle Geschichten ihres Ortes und schließt für neugierige Besucher auch gern mal die Kirche auf. Von der evangelischen Insel in den niedersächsischen Zipfel des Eichsfeldes. Wenn man in Duderstadt angekommen ist, dann hat man sie schon passiert. Die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Ganz unbemerkt. Eine neue, schöne Selbstverständlichkeit im Eichsfeld. Der Stadtplan ist übrigens seit ungefähr 700 Jahren gültig. Duderstadt beeindruckt mit Fachwerk, soweit das Auge reicht. Verspielt, kunstvoll, mal rustikal. Das ist doch auch mal ein schönes Päuschen. Ein Käffchen mit dem Bürgermeister von Duderstadt, Herrn Nolte, der im ältesten Rathaus Deutschlands residiert, sagt er jedenfalls. Herr Nolte, ganz ehrlich, setzen Sie sich da nicht mit Ihrer Behauptung ein bisschen in die Nesseln bei so manchem Amtskollegen? Nein, die Wahrheit setzt sich durch. Und das Duderstädter Rathaus ist nach einem schriftlichen Testat der niedersächsischen Denkmalpflege das älteste. Es ist aber nur eines der schönsten deutschen Rathäuser. Da lassen wir noch mit uns reden, aber das Älteste, das sind wir. Und irgendwann in der langen, langen Geschichte von Duderstadt, da hatte doch auch mal der Teufel seine Hand im Spiel, oder? Der Teufel hat die Duderstädter Männer zum Trunk verführt. Das soll es ja geben. Die Duderstädter Frauen haben sich das natürlich nicht bieten lassen. Sie haben den Teufel aus der Stadt vertrieben. Und auf der Flucht hat der Teufel am Westerturm noch einmal richtig Schwung genommen. Und durch dieses Schwunghol ist die Drehung entstanden, die heute, 500 Jahre danach, den Turm noch auszeichnet. Das hat er aber teuflisch gut hingekriegt, muss ich sagen. Heute Abend haben Sie noch Schützenfest hier bei sich. Das ist auch eine schöne alte Tradition, ne? Eine 704 Jahre alte Tradition. Die Duderstädter Schützengesellschaft gehört zu den ältesten deutschen Schützengesellschaften. Verbrieft seit 1302. Das Schützen- und Volksfest ist Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Wir freuen uns drauf. Es werden mehrere harte Tage. Naja, zumindest an diesem ersten Abend machten die Schützen noch einen ganz munteren Eindruck. Und auch die Duderstädter Damen wissen augenscheinlich mit Kimme und Korn umzugehen. Ganz in der Nähe von Duderstadt, da hat die Heinz-Sielmann-Stiftung auf Gut Herbigshagen ihren Firmensitz. Und kürzlich, da hat man noch Land dazugekauft. Und zwar 8 Kilometer lang und 200 Meter breit. Und das ist bestimmt kein Bauland. Fast alles, was in der heimatlichen Natur so kreucht und fleucht, kann man hier auf Herbigshagen bestaunen. In der Ausstellung oder am besten in Natura. Die Angebote für große und kleine Besucher sind sehr vielfältig. Rings um das Gut gibt es Wanderwege und den schönsten Blick ins Eichsfelder Land hat man natürlich von der Sielmann-Hütte. An der Baumreihe in der Mitte erkennt man übrigens sehr gut den Verlauf der ehemaligen Grenze. Und hier hat Ihre Stiftung nur
8-Kilometer-Streifen gekauft, ne? Gekauft nicht direkt, aber wir betreuen sozusagen diese 8 Kilometer. Das ist im Jahr 2000 als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden. Und wir haben hier verschiedene Zielsetzungen im Naturschutzgebiet. Zum einen wollen wir ganz gerne das Grünland hier offen halten. Wir lassen ja quasi extensiv beweiden. Ne? Also ganz gezielt, ganz sanft zu bestimmten Zeitpunkten und mit ganz geringen Standzeiten der Schafe. Das heißt, die sollen also ganz gezielt an diese, ja, ich sag mal, fetten Pflanzen ran, wie zum Beispiel die Lupine, die sich halt unheimlich ausbreitet. Und die Schafe kriegen es halt gut auf die Reihe, die Lupine niedrig zu halten. Von der Flora und von der Fauna hat man natürlich hier, glaube ich, dann doch noch Exemplare, die man anderswo nicht mehr hat, ne? Ja, zumindest Pflanzen, die sonst in Niedersachsen bzw. in Thüringen relativ zerstreut vorkommen, ne? Wie unsere Heidenelke, die wir hier haben. Das war ja im Grunde eigentlich, wenn man so überhaupt von einem Vorteil sprechen kann, der einzige, den diese Grenze hatte, dieser Grenzstreifen, dass die Natur sich ja hier entfalten konnte, wie verrückt. Richtig, genau. Hier durfte halt kein Mensch rein, bis auf die Grenzer. Die haben sich auch auf den Kolonnenweg beschränkt. Und da war also absolute Ruhe. Und dadurch konnten sich natürlich hier Refugien für bestimmte Arten erhalten. Auf dem Kolonnenweg lässt es sich heute gut wandern, inmitten einer nahezu unberührten Natur. Meine nächste Verabredung führt mich wieder zurück nach Thüringen. Auf dem Reiterhof von Georg Riedmüller in Westhausen ist schon viel Betrieb. Guck mal, wir müssen deinen Pony noch ein bisschen schick machen. Da ist noch so grünes Zeug drin. Das muss raus. Heute musst du schön sein. Wie heißt er? Das ist Garland. Garland. Garland geht nämlich heute zur Pferdewallfahrt, meine Damen und Herren. Pferdewallfahrt einmal im Jahr, ja, nach Etzelsbach. Immer am zweiten Sonntag im Juli. Herr Riedmüller, und dafür werden die Pferde auch richtig geschmückt, ja, gekämmt, gestriegelt. Und die lassen sich das gern gefallen. Ja. Nicht nur die Pferde, auch die Reiter werfen sich in Schale zum Wallfahrtssonntag. Wallfahren heißt unterwegs sein, sich besinnen, zur Ruhe kommen. Und schon die Fahrt zur Pferdewallfahrt an der Kapelle Etzelsbach war ein Erlebnis. Aber nicht nur Riedmüllers waren unterwegs. Mehr als 400 Pferde und mehrere tausend Menschen hatten sich an der Kapelle eingefunden. Herr Riedmüller, worauf geht denn eigentlich die Tradition der Pferdewallfahrt zurück? Dieser Ort ist ein Ort gewesen, und der in den 30-jährigen Krieg verwüstet worden ist. Der Ort heißt Etzelsbach oder hieß Etzelsbach. Nach Jahren hat dann ein Bauer hier gepflügt mit Pferden, und die Pferde sind plötzlich nicht weitergegangen. Und aus diesem Anlass hat er den Grund gesucht und hatte eine Statue gefunden mit der Mutter Gottes und dem Heiland drauf. An dieser Stelle ist dann eine Kirche gebaut worden. Und das ist diese Kapelle, die wir hier sehen. Und was passiert jetzt eigentlich genau? Die Pferde werden gesegnet? Nach der Messe kommt noch eine Andacht, und nach der Andacht werden die Pferde gesegnet. Die Pferde werden um die Kapelle drumherum geführt, und die kriegen den Segen. Und der Segen, das ist dem Pferd im Laufe des Jahres wohl ergeht. Also das ist ja nun wirklich meine erste Wallfahrt, und ich muss sagen, die Stimmung ist eigentlich mit Worten kaum zu beschreiben. Wenn Sie irgendwann im Eisfeld sind, dann sollten Sie gucken, dass Sie auch mal dabei sein können, denn es ist ein Erlebnis unvergleichlich. Von Etzelsbach führt mich mein Weg direkt ins Heilbad Heiligenstadt, die heimliche Hauptstadt des Eichsfeldes. Tillmann Riemenschneider ist hier geboren, Heinrich Heine wurde getauft, Theodor Storm arbeitete als Richter. Die Promi-Dichte der letzten Jahrhunderte ist schon erstaunlich. An der Gerharduskirche bin ich mit einem waschechten Heiligenstädter verabredet, der auch gelegentlich für Schlagzeilen sorgt. Oh ja, Kirschenmausen mit dem Ministerpräsidenten. Das geht in Ordnung, oder? Das geht in Ordnung, ja.
Herr Althaus, Sie haben als Treffpunkt für unseren kleinen Stadtbummel heute gemeinsam mit Ihrer Gattin, solche Tage sind wahrscheinlich eher selten, Frau Althaus, oder? Das ist richtig. Da haben Sie diese Kirche als Treffpunkt vorgeschlagen. Warum? Habe ich ganz viele Erinnerungen an die Kirche. Das ist meine Heimatgemeinde. Hier bin ich schon als kleiner, 6-jähriger Messdiener geworden und bin hier aufgewachsen, habe viele Jugenderlebnisse hier. Wie wurde das, wenn man so Messdiener war? Wie wurde man da aufgenommen von den anderen? War nicht so freundlich. Hier war ein Brunnen und da mussten wir drum rumlaufen. Und die großen Messdiener haben da gestanden und haben uns mit Weidenruten so ein klein wenig den Hintern versucht. Das ist ein harter Einstieg. Ein harter Einstieg, aber er prägt fürs Leben. Aber Sie haben trotzdem schöne Erinnerungen an diese Kirche, an Ihre Jugend, an die Zeit. Und so ein Tag wie heute, wo Sie Ihren Mann nun mal ganz, naja, fast ganz für sich allein haben, wo würden Sie mit dem da hingehen in der Stadt? Also am liebsten würden wir dann zu Hause unseren eigenen Garten nutzen, genießen. Ja, wir haben einen wunderschönen Garten unterhalb des Waldes und die paar Stunden... Es sind ja meistens nur dann höchstens 2-3 Stunden. Da machen Sie die Tür da zu. Da machen wir die Tür zu und... Kann ich gut verstehen. Aber heute, Herr Althaus, haben Sie uns einen kleinen Bummel versprochen. In die Stadt. Dann würde ich sagen, starten wir mal los. Ein Stadtrundgang mit dem Ministerpräsidenten. Rund ging es schon. Die Heiligenstädter hatten nämlich eine Menge zu besprechen mit ihrem MP. Der Mann ist bekannt wie ein Bunter. Ist ja auch in Ordnung. Hier ist er ja zu Hause. Irgendwann half nur noch der mahnende Blick zur Uhr von St. Ägidien, um die Suche nach einem ruhigen Plätzchen inmitten des städtischen Trubels ein bisschen zu beschleunigen. Das war dann schnell gefunden im Barockgarten hinter dem ehemaligen Jesuitenkolleg. Denn schließlich hatte ich noch einige wichtige Fragen zu klären. Man sagt ja den Eichsfelder Männern nach, sie seien etwas ganz Besonderes. Ist da was dran? Ich denke, da... Kann was dran sein, ja, weil die Eichsfelder Männer sind dann in gewisser Weise bodenständig, fleißig. Bisschen stur. Manchmal stur, ja, aber man muss sie erst näher kennenlernen. Dann sind sie schon auch treu. Wie lange sind Sie beiden jetzt beieinander? Nächstes Jahr werden es 25 Jahre, sind wir verheiratet dann. Aber kennen sich länger schon? Ja. Kennen tun wir uns schon seit 1979. Und wo gab es den ersten Kuss, wenn ich mal ganz indiskret fragen darf? Den gab es im Kulturhaus. Wir haben ein wunderschönes Kulturhaus. Und da waren wir zu einer Tanzveranstaltung. Haben wir uns kennengelernt. Unserer späteren Stunde. Tanzen kann er auch noch? Ja, tanzen kann er sehr gut. Und was kann er noch? Ist er sportlich? Oh ja. Naja, wir die meisten Freizeitaktivitäten, die verbringen wir gemeinsam. Ich tauche, meine Frau auch. Schwimmen, tauchen, Schwimmen, im Winter Skifahren. Fußball spielen, selbstverständlich. Fußball spielen? Aber das welche Position? Er nun alleine. Also ich bin eigentlich klassisch Verteidiger, rechter Verteidiger. Das passt ja in diesem Falle dann auch. Das passt gut. Und Sie haben noch ein sehr verwegenes Hobby, habe ich gehört. Ich fahre gerne Motorrad. Klasse. Mit Herr Althaus, also ich frage jetzt einfach mal, ich habe jetzt eigentlich noch einen ziemlich weiten Weg vor mir, ich muss nach Hanstein. Ja, fahre ich Sie hin. Frau Althaus, würden Sie mir Ihren Gatten mal so für eine kleine Spritztour mal aber so ein halbes Stündchen gern. Mal ausleihen? Aber ja doch. Na ja, dann nix wie los. Also, um allen Gerüchten vorzubeugen, der Ministerpräsident fährt vorschriftsmäßig und sicher. Schauen Sie mal, ist das nicht ein Bild von einer Burg? Naja gut, eine Burg war es mal, Hahnstein. Heute ist es ja eher eine Ruine und man sieht, dass die vergangenen 700 Jahre nicht ganz spurlos an ihr vorübergegangen sind. Aber trotzdem, da würde ich richtig gerne noch mal Burgfräulein sein. Hahnstein ist schon seit 1683 wüst und unbewohnt. Eine Burgruine mit Patina und viel Platz für Fantasie. Thank you.
Mann, jetzt habe ich doch tatsächlich komplett die Zeit vergessen. Naja, wer weiß. Hanstein liegt eben an der Deutschen Märchenstraße. Da passieren manchmal wundersame Dinge. Aber wissen Sie was? Jetzt habe ich richtig Hunger. Also ab in den Klausenhof. Puh, habe ich Sie gefunden. So, seid willkommen, ehrenreiches Weib. Herzlichen Dank. Ihr seht aus, als wenn ihr einen kühlen Schluck gebrauchen könntet. Herr, euch schickt der Himmel, ich verdurste fast. So darf ich euch den Willkommenstrunk schenken. Unbedingt. So nehmt ihr den Ehren. Seid willkommen, Gott schenke euch Gesundheit. Vielen Dank. Klaus Röhrig, Wirt vom Klausenhof. Mit diesem Gebräu wäre ich 100 Jahre alt. Was ist das? Das Hansteiner Gebräu. Lecker. Es möge euch nützen. Das wird es in jedem Falle. Aber ehrlich, ich habe solchen Hunger. Ich habe gehört, hier gibt's ein Tischlein. Deck dich. Nun, wer verriet euch denn dieses? Ja, das erzählt man sich hier so im Ort. Ja, so kann ich euch berichten, dass einst sich im hintersten Winkel dieses alten Wirtshauses ein Tischlein fand, welches jenem aus dem Märchen der Gebrüder Grimm wie ein Ei dem anderen ähnelt. Ehrlich? Nun, aber das wäre der schmackhafte Teil des Märchens. Wir haben aber noch den wohlhabenden Teil. Stimmt, da war noch ein Vierbeiner dabei. Ach, und das ist er, ja? Toni, der Goldesel. Hey, hübsch. Der Toni, ja. Na? Und, jetzt mal ganz ehrlich, wo ist denn die Stelle, wo man ein bisschen krabbeln und drücken muss, damit es Dukaten regnet? Nun, im Märchen steht es ja eigentlich beschrieben, aber ich zeige es euch mal ganz genau. Da muss man ihm was flüstern. Ja, ne? Da flüstert ihm das Wirtlein ins Ohr. Meinen Sie, er lässt sich von mir was sagen? Nun. Ja, probieren wir es mal. Es tut sich nichts. Nicht. Ne? Kommt, ist diese kein Zahltag heute. Es lässt nach, diese schöne Gabe ist ihm wahrscheinlich abhanden gekommen. Ach, ne? Toni. Nun, hier haben wir die ernsten Teil des Märchens. Oh je. Jenen im Sacke. Das ist er, ja? Dessen Namen man eigentlich nicht aussprechen sollte, weil dann wird's gefährlich. Sonst könnte er hervorfahren und dem einen oder anderen das Wämslein ausstäuben. Nun, ehrenreiches Weib, befindet ihr euch wohl? Sitzt ihr bequem? Alles prima. Nun, dann wollen wir. Tischlein, deck dich. So, und jetzt noch ein fürstliches Schlafgemach. Im Klausenhof findet sich auch das. Vielleicht werden hier doch Märchen wahr. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich bin am Ende einer tollen Tour. Müde, satt, abgelaufen, glücklich, hab viele tolle Leute kennengelernt und ich weiß eins, ich komme wieder. Sie hoffentlich auch. Nächsten Sonntag nämlich bin ich in der Altmark unterwegs. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit und ich gönne mir jetzt was ganz Besonderes. Ein richtig schönes, mittelalterliches Bad.